Maite Kelly irritiert, Hans Siegel blamiert sich bei der Starnacht am Wörthersee mit Altherrenwitz. Barbara Schöneberger und Hans Siegel luden ein zur großen Schlagersause bei Starnacht am Wörthersee. Siegel sorgte allerdings bei der Generalprobe für einen unangenehmen Moment und peinliche Stille. Wörthersee, Kärnten, es war eines der größten Schlager-Events des Jahres. Barbara Schöneberger, 49, und Bergdoktor, Darsteller Hans Siegel, 54, moderierten am Samstag, 8. Juli, die Starnacht am Wörthersee. Schlagerfans kamen mit Gästen, wie unter anderem Andrea Berg, 57, Haut Carpendale, 77, Andreas Gabalier, 38, und vielen weiteren, vollends auf ihre Kosten. Doch in der Generalprobe zum Mega-Event sorgte Siegel für einen peinlichen Moment, als er Maite Kelly, 43, einen nicht ganz so lustigen Witz erzählte. Starnacht am Wörthersee, Partystimmung in Schlagershow mit Schöneberger und Siegel. Deutschland schwitzt an diesem Wochenende. Bei flächendeckenden Temperaturen über 30 Grad gehören die letzten Tage zu den bisher heißesten im Jahr 2023. Die Terminierung für die Starnacht am Wörthersee hätte also nicht besser sein können. Zahlreiche Fans genossen die Open-Air-Show und schunkelten zu Superhits ihrer liebsten Schlagerkünstler mit. Schöneberger und Siegel führten wie erwartet gekonnt durch die dreistündige Live-Show. Planung ist bei solch einem Event natürlich das A und O. Doch als Maite Kelly in der Generalprobe ihren Song »Ich brauch einen Mann« vom Besten gab, konnte sich Siegel, der aktuell für die 17, der Bergdoktor, Staffel vor der Kamera steht, einen Altherrenwitz nicht verkneifen. Doch auf schallenden Applaus des Publikums oder ein kurzes Lächeln des zweitjüngsten Kelly-Family-Mitglieds wartete Siegel vergeblich. Bergdoktor, Schauspieler Hans Siegel blamiert sich bei Maite Kelly. Was war genau passiert? Als die dreifache Mutter ihren Song zu Ende gesungen hat, sprang Hans Siegel zu ihr auf die Bühne, um sie noch in ein kurzes Gespräch zu verwickeln. Zuerst animierte der Bergdoktor Darsteller die Singles im Publikum, sich zu melden, was Kelly schon sichtlich unangenehm war. Doch dann wurde es noch peinlicher. Siegel erzählte einen Witz. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, mir kommt vor, du hörst mir nicht richtig zu. Du hörst mir einfach nicht mehr richtig zu. Darauf der Mann zu ihr, bin ich gar nicht. Es folgte Stille im Publikum und auch Maite Kelly wirkte sehr irritiert von dem Witz. Sie teilte Siegel daraufhin mit, dass sie nicht wirklich etwas von solchen Mann-Frau-Witzen halte. Allerdings konnte sich Siegel auch in der Live-Show nicht vor einem Fettnäpfchen schützen. Bei der Anmoderation des Songs »Ich brauch einen Mann« kündigte der Österreicher das Lied fälschlicherweise als »Ich such einen Mann« an. Barbara Schöneberger merkte den Fauxpas sofort. Ich brauch einen Mann, das ist ja sogar noch eins mehr. Den Altherrenwitz strich Siegel übrigens aus seiner Moderation in der Live-Show. Interessant. Der Bergdoktor,
Starr regte sich jüngst in einem Radio-Interview stark über Influencer auf.